Gabriel, 9 Jahre behauptet, ich erkenne mehr Staubsauger alleine am Geräusch als Jürgen Vogel und Natalia Bielicki. Gabriel und seine Gegner hören nur das Sauggeräusch eines Staubsaugers und müssen anhand dessen die richtige Marke und das Modell benennen. Die Gegner spielen abwechselnd und bekommen jeweils 4 Aufgaben. Wer mehr Staubsauger richtig erkennt, gewinnt das Duell. Bei Gleichstand gibt es ein Stechen. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Brille runter. Dann hole ich mal den ersten Staubsauger. Wir haben ja eine große Auswahl. Gabriel sieht nichts mehr, aber er hört natürlich gut, was jetzt passiert. Achtung, es geht los, Gabriel. Hier okay. Ist der erste Sauger. Ich würde sagen, weil du hast doch nicht laut Laser gedreht. Soll ich nochmal? Ja, weil... Wenn es der Dyson V11 ist, musst du... Ja, ja. Der Dyson V11. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Es ist der Dyson V11. Du ja, bist... du musst da auf den Touch-Display. Ja, ich weiß, wie ich der geht. Ich hab's auch schon gesagt. Ja, 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 ja. Aber das war ja eine gewitzte, hast du das gemerkt? Das war ja eine ganz gewitzte Taktik. Ah, wenn es der Dyson V11 ist, dann musst du es nicht mehr machen. Alle haben applaudiert, ja, und schon wusste, dass es richtig ist, ne? Das ist ja gewitzt, Gabriel. Ja? Aber das stimmt, es war richtig, dein erster Punkt. Ja. Ja? Die Nummer unter den Öko Boost und Auto zeigt dir an, wie lange der Akku noch läuft. Hier? Da, ja. Boah, da kann ich jetzt noch 11 Stunden 53 weitersaugen. 11 Minuten. Ach, 11 Minuten nur, verstehe. Ist ja Boost. So, erster Punkt für Gabriel. Ja. Nun denn. Okay. Nun denn. Mhm. Brille runter, Kopfhörer auf. Bereit? Aha. Soll ich nochmal? Ja, bitte. Nochmal? Mhm. Also, ich ja. Muss ja auch, ich starte mal an der ersten Stufe und dann, also schalte das mal an. Oh, jetzt geht's hoch. Bist du dir sicher, dass das einer von deinen ist? Nee, bin ich nicht. Ich hätte einen Tipp, aber ich bin mir nicht sicher. Ich überlege auch sicher? Gerade. Nee, aber 50% bin ich sicher. Ich kann auch nochmal. Also wie gesagt, wie sicher bist du denn prozentual? Mach noch einmal an, ja, wenn das geht. Lass uns noch einmal hin, bitte. Ja. Ich glaube, es ist deiner. Ja, okay. Könnte es sein, wie dass süß. Ja. Okay, dann glaube ich, es ist ein Vorwerk. Ein Vorwerk VB100. Wow! Hat er das gewusst? Der weiß das ja wirklich. Super. Kann ich abmachen? Aber, ja, kannst du. Richtig! Ja? Ja? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Staubsauger-Duell auch auf eurer Hochzeit noch mal eine Rolle spielen wird. Ich muss zugeben, wir haben auch drei verschiedene Staubsauger zu Hause. Wir haben einen Kobold zu Hause und der klingt wirklich sehr ähnlich. Wir haben einen anderen, ja. Okay. Ja, du hast ja auch nicht nur einen Staubsauger zu Hause, ne? Ich habe 8 bis 7. Ja, ja, genau. Gabriel, Brille runter. Yep. Mhm. Kopfhörer auf. Kopfhörer auf.
Weiter geht's. Zweite Aufgabe für Gabriel. So, ich habe das jetzt hier im Anschlag. Achtung. Ja. Ich war ganz sicher. Der Black & Decker Pad. Black & Decker Pad ist es nicht. Die Marke stimmt, aber es ist ein anderes Modell. Ah ja. Multipower. Allergy. Ja, du hast dich richtig korrigiert, aber Punkt gibt's dafür keinen. Das sagen die Regeln. Brille hoch. So sieht er aus. Ja. Ah. Hm? Hm? So, ihr beide Brillen auf. Also, ich schalte ihn jetzt auf kleinster Stufe ein, ja? Mhm. Dreh langsam hoch. Das ist keiner von meinen. Okay. Und von meinen könnten es zwei sein. Diese Zischgeräusche, die ihr hört, die kommen nicht von mir, die kommen vom Staubsauger. Ja, ja. Zum Glück. Meiner ist es nicht. Bin ich mir ziemlich sicher, dass keiner von meinen. Ja, bin ich mir sehr sicher. Okay, ich bin so 50-50. Zwei. Ja. Fuck ihr Prestige. Natalia, was denkst du? Fuck ihr Prestige. Ach so, das war schon die Antwort. Das war kein Ausdruck. Das ist er leider nicht. Ach, na gut. Nehmt die Brillen hoch. Es ist der Bosch Relax Pro Silence 66. Okay. Ja? So, es bleibt beim Unentschieden. 1-1. 1-1. Und die Kopfhörer. Und die Kopfhörer. Hatte ich nicht dabei. Du? So. Hier. Yeah. Aber er geht gleich los. Gut. Achtung, machen an. Kleinste Stufe. Von klein nach groß. Emile Cat and Dog. Das ist die richtige Antwort. Sehr gut. Ja. Hm? Ah. Complete C3 Cat and Dog Powerline. So heißt er ganz komplett. Ne? Das ist wahnsinnig knapp, muss man mal sagen. Ja, ja. Ja, ihr habt ja jetzt die Möglichkeit auszugleichen. Natürlich. Zwei haben wir noch, ne? Hm? Genau, vielleicht noch zwei. So, jetzt Achtung. Ich bewege ein bisschen. Okay, es könnte ein Kletronic BS1306N sein. Oh mein Gott! Das ist geil. Wow. Warte, warte, warte. Ah. Okay. Guck mal. Ist das toll. Einmal mehr kannst du auf deine Verlobte stolz sein. Bin ich sowieso. Hm? Na klar.
So, damit kommen wir zur vierten Aufgabe. Ja, ja. Bereit? Nee. Ja, er noch nicht ganz, er braucht ein bisschen länger. Okay. Ja, das ist eine sehr komplexe Aufgabe. Mhm. So, bereit? Dann Achtung. Also, ja, ich weiß. Oh, dann bin ich froh. Der Siemens Z7.0. Ja. Jawohl, der Siemens Z7.0 Allergy Plus. Dritter Punkt für Gabriel. Die leisen sind die schwersten. Mhm. Ne? Ja. Alle, die so ganz leise und dezent sind, sind schwer auseinanderzuhalten. Ja. So, bitte Brillen auf. Letzte Aufgabe für euch. Eine haben wir noch. Müssen die beiden das machen, dann gibt es Ausgleich am Stechen. Ja. Wenn die das jetzt nicht schaffen, dann ist vorbei. Achtung. Ist es einer von deinen? Ich glaube, nein. Ich glaube nicht. Okay, dann. Streit. Nee, nee. Jetzt, entschuldige, kannst du noch einmal, bitte? Ich starte auf kleinster Stufe und fahre ihn dann hoch. Ja. Also bist du sicher, dass es keiner von deinen ist? Bist du sicher, dass ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ja, nee, dann, aber ich wüsste dann jetzt nicht. Dann muss ich raten, dass der Buhmann Eco oder Buhmann Eco 01. Nein! Okay. Es ist ein Kärcher VC6. Okay. Das wär's gewesen. Okay. Und damit haben wir einen Sieger im Staubsauger-Duell. Und das ist Gabriel!